die Originalausgabe. Und die hat auch eine ganz interessante Geschichte. Sie stammt nicht nämlich aus der Sammlung des Erzherzog Rudolf. Mhm. Sie wissen, Rudolf, der Gönner von Beethoven, okay, ist verstorben und hat seine Sammlung, seine Musikaliensammlung der Gesellschaft der Musikfreunde vermacht. Das ist Geschichte, ja, und das ist aber lebendige Geschichte, und das ist das, was mich am Ende des Tages am meisten interessiert. Ne? Das ist nicht nur quasi archiviert oder quasi museal, also das bleibt nur im Museum, mhm, sondern dass wir daraus etwas lernen, aber etwas machen, also das ist zum Klingen zu bringen. Das ist ja letzten Endes sowieso unsere Aufgabe, aber deswegen bin ich immer wieder begeistert und froh, hier zu sein und in diesem Hause sowieso, aber dann hier bei Ihnen und im Archiv, weil da finde ich immer sehr viel Inspiration, auch wenn es oft nicht eine konkrete, wie beim anderen, wo man sieht, ja, Schubert hat dann doch ein Diminuendo oder ein Crescendo gemeint, aber diese romantische Vorstellung von nur da in der Nähe diese Bücher, und man irgendwie sagt, ich soll sein, so transportieren innerlich und denken, das war Haydn, da war in der Nähe oder keine Ahnung, also das ist einfach schon magisch sozusagen. Könnte mir vorstellen, zum Beispiel heute wäre eine Jahreszeit den allgemeinen Menschen vielleicht näher, wenn ich sehen könnte, junge Leute, wäre so etwas vielleicht näher als eine Schöpfung. Allein durch die mehr weltliche oder besser Donmalerei hier bei den Jahreszeiten, und das andere so mehr das Glauben oder kirchliche oder geistliche oder wie man will, das würde heutzutage vielleicht sogar eher andersrum funktionieren. Es wäre schön, das irgendwie zu gestalten oder so, das hinzukriegen, dass die jungen Leute, die hoffentlich auch irgendwann mal ins Konzert kommen oder kommen würden, vielleicht eben dieses Werk so kennen, als ein Bild, das man mit Töne, also mit Klänge sozusagen malt. Und allein das ist ja genial. Die Botschaften, die Ideen, die da sind, die sind ganz klar, und die muss man transportieren. Und das alles kommt zusammen, ne? Und das ist die Hauptsache, wenn wir dann das machen werden. Und dann kommt dieser Kontext, wir dürfen wieder, und hoffentlich der Saal darf wieder voll sein, und wir dürfen dann alle singen, und nicht bei der Schöpfung war nur die Hälfte oder so, und so weiter und so fort. Dann kommt automatisch so ein Gefühl von, für mich zumindest, von Feier, von Erleichterung, aber gleichzeitig von so eine große Dankbarkeit. Ich habe eine Frage so in diesem Ambiente. Jetzt haben wir hier den Haydn und hier den ganz berühmten Barbara Kraft Mozart. Letztes Mal haben wir den Beethoven, mhm, hier sehen dürfen. Also in diesem Kontext der sogenannten Wiener Klassik. Wir wissen, ein fragwürdiger Begriff, aber er ist etabliert. Mhm. Wie würden Sie den Haydn da charakterisieren? Was ist das Besondere an Haydn? Ein fleißiger Komponist, der ein Genie war, bestimmt, aber nicht diese Genialität im Sinne oder im Vergleich wie ein Mozart oder ein Beethoven, die immer so eher, ob kontroversiell oder dann wirklich super mega Genie und schnell wieder weg sozusagen, wie bei Mozart oder Schubert, sondern jemand, der wirklich einfach ein ganzes Leben dafür, ich wollte sagen, geopfert, aber nicht mal also gelebt, also einfach gewidmet, so ist das, gewidmet, einfach für die Musik. Und allein das ist ja schon einzigartig, und das kann man natürlich sehen mit den ganzen Werken, die er komponiert hat. Aber allein das als für mich als Dirigent und so ist schon allein Inspiration genug. Und jetzt dann vielleicht nur konkret technisch gesagt, also für ein Orchester oder für uns mit den Wiener Symphoniker, das ist auch einfach wichtig, dass die Transparenz, die Genauigkeit, die Artikulation, die Phrasierung, alle diese Dinge kann man beim Haydn einfach bestens nicht nur sich wieder bewusst machen, sondern dann pflegen vor allem. Einfach wieder, wie ist das? Wie phrasieren wir? Wie sprechen wir? Wie erzählen wir quasi die Geschichte? Ob es ein Programm gibt oder nicht, das ist auch nebensächlich. Aber wie wir die Musik erzählt, und das können wir am besten mit Haydn quasi jetzt mal, ja, pflegen und wieder lebendig machen. Die Arbeit mit dem Singverein ist sowieso für mich immer eine große Freude, eine große Bereicherung. Und da kommt vor allem diese ideale Kombination Wissen, also im Sinne von historisch und stilistisch, aber auch diese menschliche Seite. Also da singen Menschen, da singen die Seelen, die quasi von diesen Menschen, die Musik tragen.
Und da, diese Kombination finde ich für mich nach wie vor das Interessanteste. Ich kann da nichts Besseres wünschen oder vorstellen. Die Musik ist genial, die Menschen sind bereit, wollen das machen. Und da diese Kombination ist das sowieso schon quasi, wenn man so will, ein Erfolg im Sinne von einem emotionalen Erfolg. Und das ist genial. Ich kann nur kaum warten, dass es soweit ist, sozusagen.